Hi, da sind wir wieder zurück und wir sind gerade mal auf dem Weg noch bis zum Loch im Zaun. Und ich habe jetzt, glaube ich, die perfekte Geschwindigkeit zumindest für mich gefunden, wie ich laufen kann. Das dauert halt zwar gefühlt eine halbe Ewigkeit, aber, also, ich war jetzt hier noch nicht um die Ecke, kann auch deshalb sein, dass das Viech noch nicht da war, aber, jo. Hat bisher super funktioniert. Ich habe kein bisschen Geräusch gemacht. Ich meine, sehen tut es mich ja theoretisch nicht. Aber ich möchte sagen, wo ich in der letzten Folge war ich doch ein bisschen fixer unterwegs. Und da war halt das Problem gewesen, dass das Viech dann schon schneller da war. Oder ich habe es eher getriggert und deshalb ja, haben wir ein bisschen Probleme gekriegt. Aber ich weiß ja jetzt wenigstens, dass es hier durchgeht. Das ist sehr, ja, wenn man weiß, wo es ist, sieht man es eindeutig. Keine Ahnung, warum ich es... Vielleicht, weil ich am Tag aufgenommen habe und das dann so sehr gespiegelt hat, dass das dann sehr dunkel für mich war. Aber jetzt können wir hier wenigstens durch. Und wir holen uns erstmal unsere Credits ab. Schön, da ist auch noch ein Inner Lordauer. Shit, das hatten wir ja schon. Okay, ich... Gut, habe ich anscheinend vergessen, dass wir das hatten. Also das Ding ist, ich würde auch, wenn es sehr dunkel ist... Stimmt, das hatte ich vergessen. Da war ja noch was. Würde ich ganz gerne ohne die Fackeln hier durch. Weil einfach für Lunge scheiße, ne? Man sieht zwar was, aber für Lunge trotzdem scheiße. So, lass mal gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Ja, mein Kleiner. Ah, okay, da bekommen wir es weg. Oder da kriegen wir das aus und dann können wir hinterlatschen. Frage ist natürlich, ist hier vielleicht noch was? Eher nicht, ich sehe zumindest keinen Punkt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich die kleine extra Runde gemacht habe zu den Kartons. Wir müssen ja, glaube ich, in der Mitte irgendwie halten, ne? Weil das, wo das hier halt auch Geräusche macht. So. Ist es raus? Jo. Ding ist natürlich, von der Theorie her, kann es das Ding jetzt besser hören? Das ist aber auch komplett aus, oder? Ja, gut, ich hab da mal noch was plätschern gehört. Und wehe, wenn ich das jetzt schon mal hingekriegt habe, wehe, das Ding wartet direkt dahinter. Gut, ich hab's doch gerade so gehört. Ich meine, wir haben bloß gelbe Lunge, aber dadurch, dass wir ja nicht nochmal hier hinkommen, wäre es vielleicht doch ratsam... Oh. Mal. Okay, er kommt gleich wieder. Wäre es vielleicht doch ratsam, mein Dings zu nutzen. Lol. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Pet. Okay, ich denke, ich habe herausgefunden, was wir tun müssen. Wir können es uns nicht leisten, irgendwas wirklich kaputt gehen zu lassen. Denn wer weiß schon, ob wir in der Lage wären, es zu reparieren. Also müssen wir Probleme angehen, wenn sie noch in den Kinderschuhen stecken. Dafür müssen wir jeden einzelnen Zentimeter dieses Ortes mehrmals pro Woche inspizieren. Und das geht nur, wenn wir uns aufteilen und jeder für die Hälfte dieser Station verantwortlich ist. Ich übernehme den südlichen und östlichen Teil und du den nördlichen und westlichen. Kein schönes Leben, aber es hält den Laden am Laufen und das ist doch das, was zählt, oder? Ja. So doof ist jetzt natürlich, habe ich jetzt noch irgendwas anderes vielleicht übersehen? Och komm, Alter, das hättest du machen können, wo ich am Lesen war, Kollege. Okay, ich habe jetzt bloß das Geräusch gehört und ich dachte, er wird wieder anfangen... Ja, dazu klickern. Okay, hat's jetzt gemacht. Okay, warte mal, wie war das nochmal?
So. Können wir das auch mitnehmen? Und wieder auf Tauchstation. Es wäre halt schön, wenn die blaue Lunge länger halten würde, ne? Okay, jetzt kommt er aber wieder, oder? Ich hoffe, ich habe da keinen Schriebs übersehen, aber das ist ja irgendwie. Es ist halt in jedem Kapitel so. Ein, zwei werde ich. werde ich halt irgendwie übersehen. So, ich hoffe einfach mal, wenn ich jetzt da durch die Pfütze gehe, dass ich das langsam genug mache. Schon wieder? Nee, noch nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen fies, wenn das jetzt hier alle. Alle Forts lang kommt. Okay. Ist halt ein bisschen fieses, das sieht halt so aus, als ob man hier eintauchen könnte. Und ich war, glaube ich, langsam genug gewesen. Okay, da kann ich hoch. Er macht das aber nicht, während ich kletter, oder? Gut, von der Theorie her, die Geräusche müssten das ja einigermaßen überdecken. Oh lol, hi! Ich weiß halt auch nicht, ob das was mit uns macht, wenn ich den angucke, ne? Also wenn der, ob das auch einen Unterschied macht. Okay, ich sehe schon, ich muss gleich wieder. Scheiße, muss ich jetzt noch ein Ventil finden? Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe mich bewegt. Muss ich jetzt noch ein Ventil finden? Ganz ruhig, Mädel. Okay, ich werde erstmal in den Storage Room gehen. Natürlich ist das verschlossen. Oh, nicht, dass ich hätte irgendwo ein. Oh, nee, oder? Shit, hier war doch eine Dose. Nein, da war schon wieder eine Dose. Okay, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das Ding direkt da reinspringt. Deshalb wollte ich erstmal Stücke zurück. Scheint mir aber komischerweise nicht juckt zu haben. So, dann mal rüber hier. Da ist das Ding. Okay, ich kriege Gedingse. Ja, so viel dazu. Ist der jetzt mit mir hier drin? I don't know, ob der sich ein bisschen verspätet hat. Ich will bloß mal in die Regale rein. Nicht, dass da noch ein Schriebs ist, ne? Wollte ich ja eh alle mitnehmen, aber naja, ihr wisst, ihr kennt das Problem ja. Gut, scheint zumindest dusch zu sein. Aber ich hätte ganz gerne wieder ein Dings. Muss ich jetzt die ganze Zeit jetzt rumschleppen? Okay, da haben wir nichts. Warum die Tonne? Ah, warte mal, kann ich die beiseite vielleicht mal stellen? Da ist noch eine Fackel.
Ja, geil, danke, danke, Spiel. Kann ich wirklich hier durchgehen? Nee, ich habe mich hier schon gedacht, hä, das wirkt aber ein bisschen sehr klein, das Loch, ne? Also ich 100 Pro hätten wir da unten drunter durchkrabbeln können. Kannst du dich erzählen, dass das Madame hier. Da ist ja jetzt nicht so viel dran. Unsere Lunge, ey. Ich meine, wir haben ja noch ein paar, aber ich will halt, wenn möglich, immer jetzt gerne 5 haben für den Notfall. Bis das Spiel durch ist. Wann auch immer das sein mag. Ja, wieder auf Tauschstation. Okay, ich wollte gerade sagen, Tür sollte ich vielleicht zuerst aufmachen. Naja, es ist ungünstig. Macht er? Ne, macht er nicht. Oh nein. Wir sind 100 Pro gleich wieder im roten Bereich. Okay, das. Du hast die Geschichte. So. Ich hoffe aber, wir kommen dann hier auch demnächst raus, ne? Okay, mal gucken, ob ich es noch hinkriege, bevor sie halben Kollaps kriegt. Komm schon. Wehe, Alter. Ich habe gerade das Wasser ausgemacht. Nein, der kommt jetzt nicht her. Ja, das überlegt, ob ich da reinspringe. Nee, er geht wieder. Verpiss dich! Ich habe hier extra das Wasser ausgemacht, Mann. Ich hoffe nicht, dass das zu früh ist, wenn ich jetzt hier rein ditche. Okay, er sch. Er hat sich, glaube ich, verpieselt. Hä, wie? Nee, 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 nee. Ich wollte gerade sagen, leck mich Spiel. Ich bin doch schon ganz vorsichtig. Mein noch lahmarschiger kann ich ja gar nicht unterwegs sein. Okay. Wo ist, ist er nicht? Ist er da drüber? Okay, könnte sein, dass er da drüber ist. Ich hoffe, ich übersehe nicht wieder irgendwelche. Oh, warte mal, geht's da raus? Es sieht jetzt dann danach aus, ne? Control Room. Ja, falls er offen ist. Okay, da haben wir noch eine Fackel. Ich weiß nicht, ob das unser Anfangsgebiet war, um ehrlich zu sein. Okay, da kommen wir auf jeden Fall raus. Ich will aber. Wie nicht benötigt. Ach shit, das waren die Tabletten. Können wir da rein? Okay, keine Ahnung. Vielleicht kommen wir auch noch nicht raus, sondern bloß ins nächsten Abschnitt vom Gebäude. Schade, ich habe mich schon gefreut. Okay. Man schrieb's. Devin, einige der Rohre sind total undicht. Wirklich total. Ich weiß, ich weiß. Ich hätte das Problem lösen sollen, bevor es anfing, aber ich bin kein Wahrsager. Okay, ich werde tun, was ich kann, um sie zu reparieren, aber unsere Vorräte gehen langsam zur Neige. Zumindest treten die Brüche nur sporadisch auf. Es ist also kein ständiges Problem. Das ist doch was, oder? Na, eigentlich eher nicht.
Okay, da hat, glaube ich, jemand die Spülung betätigt. Ich wollte bloß mal gucken. Okay. Oh Gott, wir sind doch noch ein bisschen. Nur dann war ich ihn hier. Ja, so wie es aussieht, brauche ich da einen Schlüssel, ne? Also zumindest sah das gerade so aus. Okay, ich nehme mal mit. Wofür auch immer. Okay, vielleicht für hier. Aber gut, hätte mich nämlich gewundert, hätten wir da durchgekommen. Ich habe es jetzt nicht probiert. Alter, wie oft gehen die Viecher hier eigentlich scheißen? Okay, wir kommen vielleicht von der anderen Seite aus rein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auf jeden Fall nochmal mitnehmen müssen. Alter, dieses Geräusch, ne? Shit, verschlossen. Okay, Ding ist. Das jetzt mal mitnehme. Ah, lol. Siehst du, das ist nämlich auch wieder. Das habe ich erst gar nicht gesehen. Aber vielleicht kommt halt dieses Geräusch so oft. Ich würde bloß mal kurz abwarten, das dauert jetzt nicht lange. Dass man das vielleicht ein bisschen überdecken kann. Vom Geräuschen, von den Geräuschen her. Ist es jetzt hier? Na toll, da holen die Glasscherben rein. Okay, ist leider komplett zu. Aber da scheinen wir einen Schlüssel zu haben. Und jo, die pfeifen wir uns gleich mal rein. Voll, voll. Okay, hier ist wirklich sehr dunkel. Geht's hier noch irgendwo? Lol, da geht's ja wirklich noch hinter. Okay, ich mach schon mal vorsichtig auf. Aber wie ich gesehen habe. Sagen, scheint es hier noch irgendwo hinzugehen. Oder waren wir hier schon? Ach, Leute, hier sind wir auf der anderen Seite vom Dings. Und wir können es Gott sei Dank auch in Regeln. Sehr schön. Machen wir uns den Rückweg schon mal frei. Also, hoffe ich mal. Alter, hört doch mal auf Klo zu gehen. Ey, das ist ja furchtbar. Da steht zwar Brett benötigt. Ich hole das auch gleich. Ich muss mal gucken, ob wir hier hinten noch durch die Türe kommen. Oder ob die auch wieder zu ist. Okay, ist verschlossen. Ich würde es erstmal hier hinpacken, um uns den Weg da drüben, ne, frei zu machen. Aber, okay, die Sache, müssen wir überhaupt wieder zurück? Ich bin mir halt nicht sicher. Okay, warte. Schnauzespiel. Okay, hier ist kein Dings. Ich meine, ja, das kann ich schon mal machen. Und dann runterlassen. Wir müssen ja wahrscheinlich dann da rein. Das Ding aber lautlos hier hinzuballern, ist halt auch immer so eine Kunst gefühlt. Okay. Hat funktioniert. Ich muss jetzt aber drüben nochmal gucken, ne? Ob wir da vielleicht noch was haben. Boah, nicht reinfallen hier. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das geht, wenn wir auf dem Brett sind, ob das. Ist halt noch eine Tür, ne?
Ich sollte vielleicht doch lieber so weiter vorgehen. Nein, jetzt ist sie natürlich zu. Oder von der anderen Seite verschlossen. Und wir kommen dann hier erst wieder hin. Ja, gut, dann war das schon mal das Richtige eigentlich. Aber gut. Ich sag mal so, es hält sich doch in Grenzen. Also. Weil es war halt. Oh, es war halt nur kein langer Weg. Hä, nein? Willst du mich verarschen? Ich luft. Ganz gechillt wie immer. Zumindest war, ist das Geräusch immer für mich ein Hinweis. Jo, du bist. Warst du jetzt mal müh zu laut? Also, mach erstmal ruhig, Kollege. Hier kann uns ja sowieso komischerweise kein. Ach du Scheiße. Da kamen wir her. Hä? Ist hier nach oben? Ah, lol. Okay, das ist klar. Das ist klar, warum ich da nicht sehe. Okay, da leuchtet auf jeden Fall irgendwas grün. Da kommen wir eventuell durch. Devin, es tut mir leid, es dir so zu sagen, aber ich wollte nicht darüber streiten. Wenn du das hier liest, werde ich weg sein, aber nur für ein paar Tage. Nur um nach meinen Eltern zu sehen. Ich muss sehen, dass bei ihnen alles okay ist. Ich werde in 5 Tagen zurück sein, maximal 6. Und ich werde Vorräte mitbringen. Ich werde sogar versuchen, in den Baumarkt reinzukommen und die Drähte mitbringen, die wir brauchen. Alles wird okay sein, bis ich wiederkomme. Da bin ich mir sicher. Die Pumpstation ist in gutem Zustand und ich weiß, dass du hier alles im Griff hast. Sei vorsichtig, sei ruhig. Pat. Ja, gut. Ach, lol, das ist die. Stimmt, da drüben sind wir rüber. Das war der Raum, den ich bloß so ein bisschen sporadisch reingucken konnte. Wo man ja meinen könnte, man kann ja versuchen, die Tür trotzdem aufzumachen, aber die Kiste macht dann halt Geräusche und dann, ja, bist dezent am Arsch. So liegt hier am. Ne, liegt nicht. Ja, das hätte auch ganz schnell mal nach hinten losgehen können, Madame, ne? Stimmt, wir sind immer noch schwanger. Das habe ich fast vergessen. So, handgeschriebene Notizen, eine in blauer Tinte, der andere in rot. Okay, Devin, hast du diese Scheiße gesehen mit den Monstern und allem? Die sind überall. Ja, das ist total verrückt, glaubst du? Jemand hat überlebt? Wir leben ja auch noch, oder? Also müssen andere es auch geschafft haben. Meine Eltern sind bestimmt wohl auf. Hat dein Handy empfangen? Nee. Meins auch nicht. Und? Was sollen wir tun, Pat? Ich meine, wenn es nach anderen Überlebenden gibt, brauchen sie sauberes Wasser, meinst du nicht? Ja, ich denke schon. Es wird nicht lange sauber bleiben, wenn hier etwas passiert und James wird nicht sein Leben riskieren, um zur Arbeit zu kommen. So viel steht fest. Also machen wir es. Was machen wir? Den Laden am Laufen halten. Was anderes können wir gar nicht machen. Aber wenn wir alles hier am Laufen halten, können wir vielleicht jemandem helfen. Ach, scheiß drauf, wir machen's. Okay, nice. Die haben sich auf jeden Fall darauf geeinigt. Sache ist nur, ja, stimmt zwar irgendwie, aber wenn die halt keine Nahrung haben, ist für die halt auch scheiße, weil so. Oh. Also trinkwassermäßig, ja, wird es denen ja, glaube ich, hier nicht mangeln. Frage ist bloß, wie lange. Hä, was ist denn mit ihr? Okay, ich will es halt nicht zu sehr rauszögern, aber. Okay, jetzt hat es sich wieder beruhigt. Ich muss ja halt trotzdem bei gleichen Spray wieder nehmen, ne?
Sie leben, Eric und Josh, der Vater und der Sohn, die wir im Lager getroffen haben. Ich dachte nicht, dass irgendjemand außer mir und Cameron das Zugunglück überlebt hätte, aber als ich draußen auf der Suche nach Essen für uns war, sah ich sie. Josh winkte und lächelte, als er mich sah. Eric sieht noch nervöser aus als im Lager, aber wer kann es ihm verdenken? Es muss schwer sein, ein so kleines Kind zu beschützen. Jeden Tag, an dem man sein Kind in diese Welt am Leben hält, erwehrt man sich dieser Widrigkeiten. Josh schrieb mir eine Nachricht, in der er mich fragte, ob Cameron und ich immer noch zum Hafen fahren würden. Ich sagte, irgendwann. Aber das war eine Lüge. Ich hatte schreckliche Angst, Cameron irgendwo hinzubringen. Eric sah seinen Sohn lange Zeit an. Dann schrieb er, dass Cameron und ich mit ihnen zum Hafen fahren könnten. Und ich verstand, warum. Es reichte nicht aus, sein Kind in dieser Welt am Leben zu erhalten. Sie müssen einen Freund haben, ein Leben. Ich will, dass er Hoffnung hat. Wer auch immer das findet, kann sich ruhig die Vorräte nehmen, die wir zurückgelassen haben. Ich hoffe, dass derjenige andere später der gleichen Freundlichkeit erweisen wird, die ist auch früher morgen. Es geht schon genug Egoismus in dieser grausamen Welt. Cat. Ich meine, wir sind hier safe und ich habe jetzt endlich meinen 5. Mal gefunden. Ich hatte gehofft, dass sich das vielleicht alleine wieder ein bisschen beruhigt. Oder wenn wir noch eine kleine... Oh, damn it. My breath.